Promi-Geflüster auf ein neues hier aus dem Zillertal. Und heute eigentlich gar keine Zillertalerin, sondern sie kommt aus dem Bayernland, die Carina. Sie war Gast bei den Zillertaler Haderlumpen beim großen Open Air und dazu einen schönen, kann man sagen, guten Morgen am Sonntag. Ne? Kann man das sagen, genau. Guten Morgen, Christi. Wie war es für dich auf der großen Bühne vor nahezu 5000 Zuschauern? Also es war ein Wahnsinnsgefühl. Also ich habe mich auch riesig gefreut, wie die Haderlumpen mich vor einem Jahr gefragt haben, ob ich mit dabei sein will beim Vorprogramm. Und das ist natürlich das Größte für einen Künstler, wenn er sich vor so einem Publikum beweisen kann. Und dass die Zillertaler Haderlumpen mir quasi das ermöglicht haben, dass ich da auf der Bühne stehen darf, das ist ein Wahnsinn. Das glaube ich. Und die Carina, man muss es sagen, man kennt sie zum einen, klar, gesanglich von der Bühne, aber du bist seit 2 Jahren, wenn ich jetzt richtig informiert bin, als Schauspielerin zu sehen in der bayerischen Kultserie mittlerweile schon. Ja. Daheim ist daheim. Wie kam es da dazu? Genau, also jetzt bin ich am 1. Juli, waren es jetzt 2 Jahre, wo ich da dabei bin. Und das war eigentlich alles total spontan. Also es ist irgendwie einfach so gekommen. Ich habe das nie vorher riesig geplant gehabt, dass ich mal Schauspielerin werde. Ich habe damals, also 2013 war das, beim Casting mitgemacht, das ausgeschrieben war. Und ich habe halt das gelesen, wie die Rolle beschrieben ist, und dann habe ich gedacht, ja, das bin genau ich, also das wird passen. Und dann habe ich mich beworben, dann bin ich zum Casting eingeladen worden, dann habe ich natürlich dann 2 Castings gemacht, war dann unter den 10 Besten zum Schluss dabei. Und dann, irgendwann ist dann der Anruf gekommen, Carina, herzlichen Glückwunsch, du hast die Rolle. Und ich war dann von 600 Bewerberinnen haben es dann mich ausgesucht, und das war natürlich das Größte, also das werde ich nie vergessen. Genau, und Schauspielausbildung hast du jetzt da gar nicht genossen, das kam jetzt einfach so und macht nach wie vor Spaß. Wäre es dann eigentlich auch mal interessant, größere Rollen zu spielen, das sozusagen als Sprungbrett zu sehen? Ja, also ich bin natürlich ins kalte Wasser geschmissen worden in dem Sinn. Ich habe vorher nie irgendwie als Schauspielerin auf der Bühne gestanden oder auch theatermäßig. Aber es macht einen riesen Spaß und ich kriege nebenbei noch Schauspielunterricht, also das hilft mir ganz viel. Und ich sage immer, learning by doing, also ich drehe die ganze Woche und besser könnte es nicht sein. Und natürlich könnte ich mir auch größere Rollen vorstellen. Was mich interessieren würde, so ein Bergfilm oder so mal, da wäre ich sofort dabei. Also, wenn Angebote anstehen, bitte an mich. Genau. Ich würde mich freuen. Und wir sind ja hier schon in den Bergen. Also das erste Drama oder was auch immer könnte man schon mal beginnen, ne? Genau, könnte man schon mal ausprobieren. Sehr gut. Ja, und musikalisch, da gibt es jetzt schon, glaube ich, 3 CDs. Die mittlere, die Volksmusik war gestern, die haben wir ja schon mal hier. Genau. Und wieso hängen die Volksmusik war gestern? Hast du das abgehakt oder wie kommt, was hat es da damit auf sich? Ja, da gibt es jetzt einen kleinen Trick, weil wenn du die CD umdrehst, steht vorne drauf, Volksmusik war gestern, ja, und hinten steht drauf, Volksmusik ist morgen. Das ist quasi so das Lied, ich will quasi damit ausdrücken, dass die Volksmusik wieder im Kommen ist, dass auch uns jungen Leuten die Volksmusik gefällt und dass das einfach nicht ausstirbt. Und deswegen mache ich ja die Volksmusik, weil es mir einen riesen Spaß macht und weil es halt einfach erhalten bleiben muss. Mhm. Unbedingt, unbedingt. Und wenn man auch gestern gesehen hat, beim großen Open Air sind wahnsinnig viele Liebhaber der Volksmusik und des Schlagers natürlich da. Nicht zuletzt auch, weil der Andi Borg auf der Bühne war. Also man versteht es manchmal nicht, warum die ganzen Formate wegsterben. Dein Musikgebiet, sagen wir mal, ist so der Schlager und die Volksmusik. So, das deckt beides ab, oder? Genau, also ich habe immer eine gute Mischung auf meinem Album mit drauf. Also das ist einfach für mich, ja, ich will das einfach so, dass man eine CD hat, wo wirklich nicht eins nach dem anderen gleich klingt, sondern dass man einfach eine Abwechslung hat. Und natürlich ist es heutzutage so, dass im Radio die volkstümlichen Lieder nicht mehr gespielt werden und dann macht man natürlich immer noch ein paar schlagermäßigere mit drauf, dass man natürlich auch im Radio gespielt wird. Aber ich hoffe natürlich, dass sich das irgendwann wieder ändert, dass man auch wirklich die volkstümlichen Lieder wieder spielt. Ganz genau. Wettbewerbe gab es, glaube ich, auch schon den einen oder anderen Stadelstern, oder? War's da? Nee, da war da noch nicht, aber immer wieder sonntags. Genau, also das war der einzige, wo ich noch nicht dabei war. Okay. Aber den gibt es leider jetzt auch nicht mehr. Gibt es nicht mehr, genau, leider. Aber da wird bestimmt was Neues kommen. Immer wieder sonntags war ich dabei, das war 2009 mein allererster Fernsehauftritt. Da bin ich dann bis ins Finale gekommen und habe den 2. Platz erreicht, mit dem Gute Laune Sommerlied, wer sich vielleicht noch erinnern kann. Ja. Genau, und dann war ich beim alten Grand Prix dabei, da habe ich das internationale Finale dann gewonnen in Meran mit die Steh auf Lederhosen, und
Da waren nur einige Sachen. Also MDR zum Beispiel, Herbert Roth-Preis, den gibt es jetzt auch nicht mehr. Habe ich gerade noch erwischt. Das war der wichtigste Nachwuchs- und Wuchspreis in Deutschland. Und jetzt muss ich gleich überlegen, Melodien der Alpen im Lesachtal habe ich gewonnen. Da war ich als einzigste Bayerin, bin ich da angetreten gegen alle anderen, die aus der Heimat da gekommen sind. Also das war schon der Wahnsinn. Ich habe mir gedacht, ja, das schaffe ich nie, aber irgendwie habe ich dann doch durchgestartet und das hat einen riesen Spaß gemacht. Schauen wir mal, was da kommt. Super, prima. Wie geht es sonst für dich jetzt weiter? Was sind so deine Ziele? Gibt es auch einen Beruf, den du erlernst? Oder weil ich sage mal, auf das Showgeschäft kann man sich ja jetzt nicht unbedingt hundertprozentig verlassen. Genau, also ich habe da eigentlich schon vorgesorgt. Ich habe meine Ausbildung gemacht, also meine mittlere Reife. Habe dann die Lehre zur Friseurin gemacht. Das war natürlich dann, ist alles so auf einmal gekommen. Also ich war gerade in der Zwischenprüfung, habe die Zwischenprüfung abgelegt gehabt. Dann ist das mit daheim, ist daheim gekommen. Dann habe ich natürlich überlegen müssen, was mache ich jetzt? Weil Ausbildung ist ja auch wichtig. Habe dann die Ausbildung auf 2 Jahre abgeschlossen, nicht auf 3. Und habe das quasi jetzt in der Tasche und mache jetzt hauptberuflich das Schauspielern. Und nebenbei das Singen, also das läuft jetzt momentan ganz gut und ich hoffe, dass es so weitergeht. Klopfen auf Holz hier. Genau, sehr gut. Als das also so wirklich deine Karriere vorangeht, wie du es dir wünschst und vorstellst und hoffentlich lange durchhältst. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Wenn man dich jetzt irgendwo live erleben möchte, sehen möchte und auch die ganzen Termine, Social Media, Homepage etc., denke mal, da gibt es bestimmt einiges. Wo kann man was finden? Auf jeden Fall. Also auf meiner Homepage unter www.carina-musik.de kann man reinschauen. Gelangt man auch auf die Facebook-Seite. Da poste ich eigentlich täglich was. Also ich lasse immer mal wieder was von mir hören. Und natürlich auch die aktuellen Termine sind da vertreten. Genau. Fernsehen, da nochmal ein aktueller Termin, aber ich glaube, da sind wir schon längst wieder vorbei, wenn der ausgestrahlt wird. Ja, jetzt am 16. August, aber ich weiß nicht, wie sie das jetzt ausstrahlt. Genau, da bin ich wieder bei Immer wieder sonntags. Und dann im Winter, also Winter eigentlich, ist eine Weihnachtssendung geplant mit Stefanie Hertel im MDR-Fernsehen. Genau, schauen wir mal, also es kommt immer wieder was Neues rein. Richtig, also einfach auf die Homepage schauen, dann kann man nichts verpassen. Und ansonsten, daheim ist daheim schon im bayerischen Fernsehen. Wann gibt es die immer zu sehen? Genau, das läuft Montag bis Donnerstag von 19.45 Uhr bis 20.15 Uhr. Und ja, da sieht man mich eigentlich fast täglich. Fast täglich? Das kommt täglich, die Serie, oder? Ja, also Montag bis Donnerstag halt. Und es kommt immer darauf an, wie die Drehbücher geschrieben sind. Manchmal ist man mehr dabei, manchmal weniger. Also je nachdem, wie ihr Glück habt, könnt ihr mich sehen. Und welche Rolle hast du da? Da spiele ich die Kathi Benninger. Das ist so der Wirbelwind in Lansing, in dem virtuellen Dorf, das es ja eigentlich gar nicht gibt, also in echt. Ich spiele da alles in Dachau. Und ja, ich mische da so ein bisschen auf und bin ein bisschen die Freche und genau. Bist du das privat auch? Eigentlich, also ja. Also ein Wirbelwind bist schon ein bisschen, oder? Stimmt, also es ist teils, teils. Also ganz so frech wie die Kathi bin ich nicht. Also ich sage jetzt da nicht irgendwie so Sprüche. Also ich denke dann schon vorher nach, was ich sage. Das macht die Kathi zum Beispiel nicht. Ja, und bin einfach ein persönlicher Wirbelwind. Also ich habe einfach Spaß am Leben und ich glaube, das merkt man. Unbedingt. Das macht also wirklich Laune, sich mit dir hier zu unterhalten. Bleib wie du bist. Bleib so natürlich. Das wird auf alle Fälle viel Sympathie bringen und dann drücke ich dir die Daumen, dass wir uns hoffentlich auch bald wieder sehen irgendwo bei irgendwelcher Gelegenheit und einen tollen Nachhauseweg dann halt wieder aus dem Zillertal oder wann auch immer heimfahrt. Genau, heute. Genau, wir auch. Wir werden auch unseren Heimweg heute wieder antreten und dann gehen wir jetzt noch ein bisschen gemeinsam aufs Fest. Auf jeden Fall, jetzt lassen wir es krachen. Genau. Also in diesem Sinne, liebe Zuschauer, bis zur nächsten Ausgabe. Ja. Euer Frank Stiller und euer Carina. Servus.